Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Wir sind gerade dabei, Samantha so mit einem kleinen Familientreffen zu beglücken. Ihre kleine Tochter ist wieder da und ihr Sohn ist auch wieder da und wir haben uns gedacht, zur Überraschung halten wir sie mal davon ab, eine Ultrapforte zu öffnen. Sie ist nicht so glücklich darüber und ihr habt kein Recht, mich um etwas zu bitten. Was? Tochter? Sohn? Moment mal. Tali blickt das jetzt langsam auch erstmal. Och du Scheiße, seid ihr etwa eine Familie? Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nichts spielt jetzt noch eine Rolle. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor Lili es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen. Nicht wahr? Wie viele Ultrapforten ich wohl öffnen kann, wenn ich alles aufbrauche, was in seinem kleinen, gefangenen Körper steckt? Wie viele wunderschöne Ultrabestien dann wohl kommen werden? Bitte, bitte hör auf damit! Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Ätherparadies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es! Da bin ich mir sicher. Seht her, ich werde jetzt die Ultrapforte öffnen. Kommt zu mir, wunderschönen Ultrabestien. Oh oh. Ich glaube, wir können sie nicht mehr aufhalten. Ja, sie tut es wirklich. Ah, das vor allen Dingen im Haus ist ein bisschen dumm, oder? Aber sie freut sich. Ah. Da ist wieder so ein Biest. Das sieht gar nicht gut aus. Ich will nichts sagen, aber das sieht... Oh, scheiße. Oh, was ist das denn für ein Ding? Ich glaube, es ist eine der heftigsten Bedrohungen, die wir so jemals in Pokémon hatten, oder? Wobei gut, als sie in... Ah ne, darf ich noch gar nicht spoilern, da waren wir noch nicht so weit. In Alpha Saphir und so, das ist auch schon übel. Aber da haben wir ja pausiert. Seht nur, es geschieht überall in Alola. Piu! Kannst du nicht mal still sein, Cosmog? Du bist wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du in einem Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert, ansonsten bist du mir völlig egal, ist das klar? Aber wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabestien in Alola tummeln. Seht nur, auf Akala, auf Pony und auf Mele Mele sind auch welche. Und wer grinst wieder doof? Wir. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Währenddessen auf Mele Mele in der Nähe des Mahalo-Bergpfades. Inselkönig, das ist ganz klar. Sind einfach viel zu viele. Nanu, warum bin ich plötzlich so unruhig? Holy shit. Das ist so eine Ultra. Das war jetzt diese Ultra. Was für eine seltsame Kreatur. Als Inselkönig ist es meine Pflicht, dir Einhalt zu gebieten. Gott, ist das aber schnell wieder weg. Oh, Kapuriki, bist du hier, um mich zu beschützen oder suchst du nur einen Swearingspartner? Die übrigen Inselkönige werden sicherlich Ähnliches erleben. Ich zähle auf euch, meine Freunde. Und der alte Hala wird hier als Inselkönig von Millimeter seinen Beitrag leisten. Na dann mal los. Fiep, fiep. Meine wunderschöne Ultrabestie.
Präsidentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir die Pfeifen jetzt mit den Ultrabestien so richtig platt. Du sagst es. Bromley, sei doch so gut und bring zunächst einmal diese Kinder zum Schweigen. Womit denn? Er hat doch gar keine Pokémon mehr. Ich werde die Ultrabestie aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit ihr machen. Tali, du übernimmst Bromley. Blaufuchs, du stoppst die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Alola von den Ultrabestien überrannt. Also strengt euch an. Blaufuchs, wir müssen Wölkchen retten. Was seid ihr doch alles für erbärmliche Kleingeister. Wenn ihr so weitermacht, erschrickt mein wunderschöne Ultrabestia noch. Nun, ich denke, dich sollten wir wohl als erstes zum Schweigen bringen, Blaufuchs. Na dann mal los. Zum Glück habe ich noch Kaffee. Ätherpräsidentin Samantha fordert sich heraus. Ätherpräsidentin Samantha setzt Pixie ein. Pixie! Es geht los, Zicke, du schaffst das. Okay, Pixie ist doch Fee, oder nicht? Gift und Stahl. Da müssen wir erstmal das Pokémon wechseln auf Amphira. Kommt zurück, es ist Zeit für Amphira. Metronom. Es lässt den Finger schwingen und setzt... Was? Was hat es eingesetzt? Oh, wir haben Litter reagiert. Alles ist gut, alles ist gut. Giftschock. Amphira setzt Giftschock ein. Aber ich hätte es erst vergiften sollen. Aber gut, normalerweise sollte der Giftschock schon ausreichen. Nein, das ist sehr effektiv. Weiter so. Pixie setzt Mondgewalt ein. Oh, oh. Au. Na, war gar nicht so schlecht. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, dann kriegst du nochmal einen Giftschock. Es wäre schlauer gewesen, das erst zu vergiften und dann den Giftschock einzusetzen. Aber gut, jetzt ist es auch schon zu spät. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Pixie wurde besiegt. Amphira L 2609 Erfahrungspunkte. Bam. Amphira reicht Level 55. Holy shit. Ziki erhält 1650 spezielle Erfahrungen. Ziki erreicht Level 52. Dank des EP-Tellers erhält der Rest eines Teams auch noch was. Als letztes Milotic ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Warte mal, ich muss nochmal rausfinden, was das ist. Der Name sagt mir was. Milotic. Warte, wir finden es raus. Wir finden es raus. Pokewiki sei Dank. Ach ja, Wasser war das. Das kennen wir noch, das Ding. Pokémon wechseln. Ziki. Eigentlich sieht das ganz niedlich aus. Melodik ein. Kämpfen. Laubklinge. Melodik setzt Bodyguard ein. Das macht was? Das gegnerische Team wird von einem Schleier umhüllt. Ziki setzt Laubklinge ein. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Milotic wurde besiegt. Ziki erhält 1402 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch ein bisschen was. Samantha setzt jetzt Traunmagil ein. Ich weiß auch nicht mal, was das ist. Wir finden es raus. Traunmagil. Ach, genau das Biest. Es ist Geister-Pokémon. Da nehmen wir am besten... Bleiben wir dabei. Das kennen wir ja auch. Sieht so aus, als hätte das Öhrchen unter seinem Hut. Schattenfessel. Spukball. Lacht auch dabei. Au, das ist sehr effektiv. Schattenfessel. Pass mal auf, du. Zip. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Traunmagil wurde besiegt. Ziki erhält 1284 spezielle Erfahrungspunkte. Pampros erreicht Level 54. Ist aber dieses Dressella ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Jawoll. Nein, wechseln. Nicht weiterkämpfen. Wir holen wieder Amphira hervor. Da dürfte ein Flammenwurf genau das Richtige sein. Ätherpräsident Samantha setzt Tresseller ein.
Oh, ist sie nicht niedlich? Flammenwurf! Amphira setzt Flammenwurf ein. Das hat gesessen. Dressella wurde besiegt. Ezer-Präsident Samantha setzt als nächstes Kosturso ein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auch das finden wir raus. Kosturso. Nein, ich muss auch richtig schreiben. Kosturso. Ach, scheiße. Das ist dieser hässliche, blöde, nervige Bär. Das ist die Weiterentwicklung von diesem kleinen, niedlichen Bär, der einem aber auch schon immer so nervt. Kampf. Brauchen wir am besten Fee. Pokémon wechseln. Wir nehmen mal Pepper. Und hoffen einfach das Beste. Was ein nerviges Biest. Brrrr. Kosturso. Was ist eigentlich hier meine... Oh, die hat gar keine Z-Kraft. Schade. Dann hauen wir einfach einen Zauberschein raus. Pepper setzt Zauberschein ein. Das Ding hält bestimmt einiges aus. Oh, nein, doch nicht. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Geil. Kosturso wurde besiegt. Pepper erhält 2105 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch noch ein bisschen was. Ether-Präsident Samantha wurde besiegt. Oh, sie scheint nicht so glücklich über ihren... Wie unverschämt du bist! Über ihren, Verlust hier zu sein. Blaufuchs gewinnt 9840 Puck-Dollar, aber Geld hat sie mir trotzdem gegeben. Nett. Grrr. Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, ist meine wunderschöne Ultra-Bestie. Oh, die löst sich gerade auf. Oh nein, die Ultra-Pforte schließt sich. Bromley, zu mir. Wir werden die Ultra-Bestie mit dem Ultra-Ball fangen, den wir extra entwickelt haben. Jawohl. Haut sie jetzt ab oder was? Mutter! Ja, sie scheint jetzt abzuhauen. In diese Pforte rein oder was? Sie winkt auch noch. Ob das ein geiler Plan ist, in diese Ultra-Pforte zu gehen, wenn man nicht weiß, was auf der anderen Seite ist? Ja, geil. Wieso? Wölkchen, geht es dir gut? Wölkchen, was hast du? Das sieht irgendwie anders aus. Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja nichts tun. Ja, das ist richtig. Hier geht gar nichts mehr. Aber wo gehen wir denn hin? Ja, ist ein bisschen Apeshit gerade alles. Also, überall Ultrapforten. Ultrabestien in der Welt. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Cosmo grüßt sie nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabestien lassen. Egal, wie sie sich verhalten hat. Sie ist und bleibt unsere Mutter. Wir könnten vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Alola auf unserer Seite hätten. Das alle Leute so verehren, aber ob es überhaupt real ist? Klar ist es das. Schließlich sind die Ultra-Bestien ja auch real, oder? Na also, wir werden es schon finden, keine Sorge, wir finden das legendäre Pokémon sicher. Ja, alles wird gut. Blaufuchs, Tali, ich danke euch beiden. Falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier in Mutters Bett, so wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber das wird heute Nacht das letzte Mal sein. Das ist creepy. Aber wenn sie meint, dass das gesund ist, soll sie das mal machen. Okay. Am nächsten Tag.
Blaufox, Lilly wartet draußen auf dich. Na, hast du dich gut ausgeruht? Auf in einen neuen Tag voller Abenteuer. Ja. Was ist das für ein lustiges Getränk hier? Gibt's hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. Hier ist noch ein Ding, aber hier geht nichts mehr. Ansonsten scheint hier auch nichts zu sein. Na gut, dann mal raus. Blaufox, Lilly wartet draußen auf dich. Ja, ich weiß. Das erwähntest du bereits. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht noch mehr erzählst. Oh, Blumen. Gut, dann raus hier. Es ist auch wirklich Zeit, diesen Ort zu verlassen. Es ist doch alles was creepy. Oh, neue Frisur. Moin. Und neues Outfit, oder? Ja, insgesamt hat sie sich ein bisschen verändert die Nacht über. Die Sache habe ich in Malie City gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Oh, ich weiß nicht. Und wie? Immer höflich sein, ne? Wirklich, Blaufuchs? Vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten und Mutter. Ich wäre gerne wie du, Blaufuchs. Ich wäre gerne stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Oh je. Ja, das sieht sehr nach Zuversicht aus. Ja. Doch, doch. Ich konnte die Zuversicht richtig spüren. Hier steckt ihr also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Das ist die Mondflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sich im Schein des Mondes, spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Du hast das Item Meisterball. Ah. Meisterball wurde in der Itemtasche verstaut. Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Ich vertraue darauf, dass du Lilly unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich wohl erstmal hier fest. Ja, irgendeiner muss hier ja aufräumen, ne? Blaufuchs! Tali ist auch wieder da. Wow, Lilly! Du siehst total anders aus. Bist du das wirklich? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Prima, das passt ja total. Wie meinst du das? Na, weil ich auch beschlossen habe, ab sofort alles zu geben und noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir Blaufuchs oder seinem Team unter die Arme, das geht nicht. Ich muss es schaffen, meine Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemand ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe ja noch nicht mal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch so viel aufzuholen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheit hineingezogen wurdet. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer was los. Wenn das alles vorbei ist, haben wir eine tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten wir ja noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Naja, unsere Mutter hat eben ein Fable für das Extravagante. Tali, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Also dann, Blaufuchs, nehmen wir uns zusammen und zeigen alles, was wir können. Also, die letzte Insel erwartet uns dann. Die anderen warten sich ja schon auf uns zur Anlegestelle. Jo. Mach's gut und angenehme Reise. Bis wir uns das nächste Mal sehen, werde ich mit meinem Pokémon hart trainieren. Ja, Hahn, du wirst Augen machen, Blaufuchs. Ja, ich mache auch jetzt schon Augen durch, ich sag dir das. Das läuft. So, ihr habt den Hahn gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann eben fix hier erstmal kurz einen Break. Speichern, speichern, speichern. Speichervorgang, bitte das System nicht ausschalten.
So, ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen und nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.